So, und da wären wir auch schon wieder mit einem weiteren Teil Let's Play Mordors Schatten. Wir wollten den Häuptling töten, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe. Und das machen wir jetzt auch. Ah, komm schon, spring runter. Na gut, ich hänge hier irgendwie fest. Okay. Ich mag das elbengleiche Geschick, dann sind wir richtig schnell unterwegs. Das war super. Der Häuptling. Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Da bekommen wir mächtig viel Belohnung, 70 B. Dann steigen wir nachher gleich auf. Da freue ich mich doch drauf. Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Wir töten die zwei Berserker jetzt mal. Aber natürlich leise. Der soll mich da nicht stören. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Das hat sich gleich gut. Wie ist das nur möglich? Was hat das für ein Da ist er schon. Mock, der andere Zwilling. Du weißt nicht mal, wo ich bin, mein Freund. Na doch, wer weiß es. Aber wir machen da mal einen Flocken. Nein. Neuer Feind, Berserker. Berserker kommt an gewöhnliche Angriffe. Betäube Berserker mit dem Kreis, bevor du angreifst. So wie jetzt da auf dem Bild schön angezeigt wird. So, jetzt aber. Ich töte mal kurz. So stark ist er gar nicht, der Gegner hier. Sag ich mal. Ja.
Freiläufer! Wir haben es geschafft! Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Ja. Ja, Auftrag abgeschlossen. Wunderprächtig. So, ein Häuptling getötet, drei bleiben noch übrig. Wir schauen da gleich mal auf der Karte. Da wären noch die Ausgestoßenen. Und dann hätten wir noch die zerbrochene Erinnerung. Und hier muss doch irgendwo noch ein Turm sein. Na, da ist er. Wir markieren da mal das mit Gollum. Und schauen mal, ob da mit den Verbesserungen noch was ist. Ja, sehr schön. Wir sind auf der Stufe 2. Das heißt, wir können hier freischalten. Schauen wir mal, was wir brauchen. Na, das wäre noch nützlich, dass wir da teilweise statt einem zwei Punkte bekommen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Festnageln ist immer interessant. Das können wir nicht, das müssen wir mit der Mission freischalten. Ja, wir nehmen da Festnageln, dann können wir einen Gegner festnageln, wenn wir auf seinen Fuß feuern. Das ist immer sehr nützlich. Und wir nehmen kritische Treffer. Ich stimme die zwar nicht immer schön ab, die Schläge, aber zwischendurch proc das einfach mal so. Oh, bevor ich es vergesse. Wir erhöhen noch die Elbengeschosse um 2. Die Punkte könnte ich eigentlich auch sammeln, damit ich noch mehr Elbengeschosse bekomme. Jetzt habe ich 6. Das passt gut. Komm hoch. Das war zu langsam. Wir machen da nochmal eine zerbrochene Mission. Beziehungsweise befreien die einfach, dass wir da nochmal eine Mission bekommen. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Zerbrochene Erinnerungen. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, der es Leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal erscheint mit seinem verstrickt zu sein.
schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst wegzulaufen, dann fang ich dich nicht los. Ich töte dich. Stillt euch. Keiner von euch bekommt das mit. So, schon geht's. Endlich bin ich frei. Was für eine liebliche Stimme. Tötet sie. Zack. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piepser da oben, dort. Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger, der leuchtende Kerl muss uns den Weg zeigen. Er wird uns führen, uns helfen. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, Spitze, Spitze, Stein. Ja, total einer an der Waffel. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Falscher Knopf. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Hm. Wo ist jetzt? Ich hab da etwas gehört. Wo ist das Alter? Da. Der Schatz. Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Leuchtender Herr! Lass ihn gehen. Diese Träume, sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Das sind Ghule. Tja, brutal. Dann schlagen wir mal zu. Das
sind einfach ein bisschen sehr viele Fähigkeit freigeschaltet. Geisterblitz! Ruf einen gewaltigen Geisterblitz herbei, der Uruks verletzt und betäubt sowie Ghule tötet. Da muss ich die zwei Knöpfe drücken. X und Viereck. Machen wir das? Jetzt habe ich aus Versehen schon den anderen Knopf gedrückt. So. Ja, ich sehe, dass meine Lebenspunkte langsam runtergehen. Aber nicht so gut. Ich kann ja nicht viel dagegen machen. Aber das könnte helfen. Das hat definitiv geholfen. Komm. Das wird eng. Da muss ich mal weg. Such mir ein Blümelein. So. Oh, Blümelein. So. Auftrag abgeschlossen. Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Wir schnappen uns noch kurz den Turm da und dann geht es gleich weiter. Und der Fluge fliegt. Jede eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Ja. Blick der Vergeltung. Ich denke, ich werde da noch ein paar Dorfmissionen machen oder Faustmissionen, um... noch ein paar Punkte zu sammeln. Aber das dann im nächsten Let's Play. Bis gleich.